Michi, wie immer, eine Derby-Niederlage, die schmerzt. Aus deiner Sicht, was waren die Gründe dafür? Ja, natürlich schmerzt immer, vor allem am Derby, das tut halt natürlich doppelt weh, ist mega enttäuschend. Eigentlich Entschuldigung auch an die Fans für die erste Halbzeit. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit nichts auf den Platz gekriegt. Das kann man sagen, weil wir viele Veränderungen hatten, die Mannschaft so auch noch nie gespielt hat, dass wir komplett eine neue Dreierkette hatten und alles. Aber keine Ahnung, vielleicht hat die Umstellung zu lange gedauert, bis wir uns gefunden haben. Und das hat Rapid ausgenutzt. Wir sind, ja, es hat nicht sollen sein einfach. Ja. Wir haben eine Chance auch vom Fitzi, der Innenpfosten. Ja, erste Halbzeit war unterirdisch und ja, nicht Derby-like. Das Bittere war ja dann, ihr hättet mit der zweiten Halbzeit vielleicht sogar noch den Ausgleich schaffen können, so viele Chancen, wie ihr gehabt habt. Was war da los in der Kabine? War es nur ein Appell an die Moral, an die Mentalität auch? Ja, es war schon so, dass in der Halbzeit an alles appelliert wurde. Ja. Zum einen an die Moral, zum anderen habe ich klipp und klar auch gesagt, also wir haben schon auch eine Verantwortung Verein, Fans gegenüber, dass wir da draußen jetzt ein anderes Gesicht zeigen. Ich habe gesagt, lass uns das auf 0-0 stellen und lass uns die zweite Halbzeit gewinnen. Lass uns da jetzt mutig auftreten und ja, wie du richtig sagst, wer weiß, wenn wir, ich meine, Anschlussmöglichkeiten zum Anschlusstreffer, zum 3-1 waren genügend da, die waren auch frühzeitig da, ja, die waren zwischen Minute 45 und 50 oder 53 da. Wer weiß, wenn du dann ein Tor schießt und nochmal eins, weiß ich nicht, ob dann irgendwo das auch das Zittern da drüben losgeht, aber so war es ein gebrauchter Tag und ja, es ist aber wichtig, dass wir heute enttäuscht sind, dass wir die Köpfe nach vorne auch wieder aufrichten, dass wir morgen das alles klar analysieren, klar besprechen und dann in Linz wieder anderes Gesicht zeigen und das Gesicht zeigen, was wir jetzt auch lange gezeigt haben. Ja, wir haben jetzt trotzdem aus den letzten 11 Spielen 21 Punkte, dass wir irgendwann verlieren, ist klar, aber da bin ich in der Lage, tut halt doppelt weh. Besonders wenn man jetzt den Blick auf die Tabelle richtet, sieht man dann, ihr habt jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, in die Meistergruppe zu kommen. Mandy Fischer hat ja gesagt, wenn es dann nicht klappt, habt ihr es nicht heute vergeben und nicht im Frühjahr, sondern wahrscheinlich zu Saisonbeginn, oder? Ja, natürlich. Wir haben uns die Tabellensituation, die wir jetzt haben, haben uns den Monat August und ein bisschen in September zuzuschreiben, ja, wo wir, glaube ich, nach dem oder vor dem Derby 5 Punkte gehabt haben. Das war einfach nichts. Ja. Wir müssen nicht klarkommen damit. Und da haben wir das zuzumachen. Das, alles, was danach war, was soll ich jetzt sagen, 11 Spiele oder 10 Spiele, 21, das war ja ein Zweierschnitt. Das ist ja eh super. Die Mannschaft macht das ja eh. Aber es tut halt doppelt weh heute, weil es einfach Derby war. Und wir hätten gerne unseren Fans einfach das ungeschlagen zu sein in Hütteldorf, ja, gerne weiter geschenkt. Kopf hoch, vielen Dank, Michael. Danke.